wir sind heute im schönen Stuttgart unterwegs und wir dürfen euch heute einen ganz besonderen Garten zeigen. Sowas habe ich noch nicht gesehen, ein ganz besonderer Dachgarten. Ein preisgekrönter Dachgarten, einer der Gärten des Jahres. Und der Empfang hier verspricht Großes. Anina, schau dir die schöne Pflanze an. Japanischer Fächerahorn, rotblättrig, eine Pflanze wie gemalt. Wenn das schon vorm Haus so losgeht, bin ich sehr gespannt, was uns hinterm Haus erwartet. Das schauen wir uns mal an. Ich gehe vor. Wow, was für ein grüner Teppich hier. Was ist das? Das ist die Golderdbeere. Blüht im Frühjahr gelb, deswegen Golderdbeere. Immer grüner, einfacher Bodendecker. Funktioniert im Schatten hervorragend. Macht dann also auch nicht so viel Arbeit. Nee, ganz einfach handhabbar, pflegeleicht, top. Schau mal die schöne Kornusblüte hier. Es ist so toll, wenn man hier raufkommt. Es ist wirklich überhaupt nicht das, was man sich vorstellen würde, wenn man erstmal so Dachgarten hört. Ne? Das ist echt ein richtiger Garten hier oben, ne? Voll im Grün, hier nah dran, aber auch im Hintergrund die Waldkulisse. Also das mit den Bäumen, ne? Das ist ja immer der Oberhammer. Das ist ja wirklich nicht das, was man erwartet, wenn man erstmal Dachgarten hört. Wie ist das überhaupt möglich? Dachgärten unterscheidet man in zwei Variationen sozusagen. Es gibt die einfache, das ist die extensive Dachbegrünung. Die braucht nur einen geringen Schichtaufbau, 20 cm, geringe Last dann auch fürs Dach. Die wird dann begrünt mit einem trockenheitsresistenten Pflanzen und hat dann eine schöne grüne Dachhaut sozusagen. Und die intensive Dachbegrünung, da sind wir hier, die braucht mehr Schichtstärke, 60 cm sind es hier. Und dann können tatsächlich dann da auch größere Pflanzen gedeihen, so wie hier auch. Mhm. Dachgärten sind ja auch gerade ein absolutes Trendthema, Stichwort Nachhaltigkeit. Absolut, die Städte werden immer mehr verdichtet, die Flächen versiegelt. Und dann ist es natürlich nur sinnvoll, solche wirklich sich ergebenden Flächen zu nutzen für Flora und für Fauna, Insektenlebensraum, Vögellebensraum oder auch Lebensraum für Menschen. Das ist eine echte Wohnraumerweiterung. Ja. Von daher viele Blüten, viele Insekten, viel Leben im Garten hier oben. Und der Garten sieht wirklich super aus, top in Schuss, ist aber gar nicht so pflegeaufwendig, wie man vielleicht erwarten. Nö, viele Pflanzen heißt nicht unbedingt viel Pflege und viel Arbeit. Klar, man muss ein bisschen Liebe reinstecken, mal ein bisschen Wasser in den Sommertagen auf jeden Fall. Aber dann funktioniert es auch auf dem Dach. Mhm. Und wenn dann doch mal ein bisschen Arbeit angefallen ist, dann gibt es ja hier die perfekte Chill-Out-Area, wo man sich dann danach eben richtig gut erholen kann. Ne? Also dieser Bereich hier gefällt mir richtig gut. Ne? Und ich kann mir richtig vorstellen, dass man hier von der Arbeit nach Hause kommt und sich hier einfach so hinlegt und alles von einem abfällt und man sich dann hier richtig entspannen kann. Ne? Toller Ruheort. Ne? Und ich finde auch den Boden dazu sehr passend, das Holzdeck. Was mir besonders gut gefällt, ist kein tropisches Hartholz, sondern ein Ersatzmaterial, ein Thermoesche, das heißt ein europäischer Baum, der durch Hitze entsprechend an Druckfestigkeit und Haltbarkeit erfährt. Und von daher ein tolles Material als Holzdeck. Super geeignet. Ja, den einen Ort haben wir ja noch gar nicht gesehen. Die absolute Lieblingsarea der Eigentümer, das ist nämlich der Bereich, in dem gegrillt wird. Und das kann ich gut verstehen, dass das der Lieblingsort ist. Da geht mir mein Herz auf. Ich liebe Grillen. Das an diesem besonderen Ort. Ein toller Blick hier in den Wald zwischen den Häusern, über den Dächern Stuttgarts. Herrlich. Ja, in diesem tollen Garten ist ja so ein bisschen wie so ein Gefühl in so einem kleinen Vogelnest hier, diese Geborgenheit und dann drumherum dieser tolle Ausblick in den Wald, Wahnsinn. Ne? Garten ist Genuss und an der Stelle sogar auch kulinarisch. Mhm. Wertet natürlich auch das Haus auf, muss man mal sagen. Wertet die ganze Quality Time auf, die ich mir so vorstelle, so Sommerabende draußen mit Freunden. Man sieht einfach, wie viel Potenzial auf Dächern steckt. Es lohnt sich wirklich genau hinzuschauen, wo ist noch nicht begrünt. Und tatsächlich ist es so, dass viele Kommunen sogar das fördern. Das heißt, es gibt finanzielle Unterstützung für Dachbegrünung. Könnte sich auch in der Hinsicht lohnen. Wir werden jetzt hier noch gemütlich unsere Würstchen fertig grillen. Und ich freue mich währenddessen schon natürlich auf den nächsten Garten, den wir dann hoffentlich bald gemeinsam mit euch anschauen können. Bis dahin.